Was ich damit sagen will, ich lehne Extremismus total ab. Und ich bin auch nicht gefährdet, weil ich glaube ja an nichts, dachte ich. Aber dann habe ich gemerkt, ich bin auch betroffen. Ich bin nämlich Fußballfan. Und zwar so richtig. Mein Verein, das sind die Berner Young Boys. Ja, die heißen so, Berner Young Boys, auch IB genannt. Und wir sind so ein bisschen wie 1860 München. Sympathisch, aber erfolglos. Wissen Sie, IB kriegt nie auf die Reihe. Der Verein war jahrelang eine ewige Baustelle. Wir waren quasi die Elbphilharmonie der Liga. Unser letzter Titel ist 28 Jahre her. Aber der Glaube, dass es diese Saison endlich klappt, ist unerschütterlicher als der eines Opus Dei-Mitglieds. Zu denken, dass Jesus über Wasser läuft, das kann jeder. Aber wie krass muss ein Glaube sein, zu denken, dass in diesem Jahrhundert zum Beispiel Schalke noch einen Titel holt. Und sehen Sie, das ist der Wahnsinn. Da bin ich also aus der Kirche ausgetreten, nur um dann Sonntag für Sonntag frierend auf harten Holzbänken im Stadion zu sitzen. Zu hoffen und zu beten, dass der Anschlusstreffer doch noch kommen möge. Und wir IB-Fans, wir sind gute Gläubige. Kriegen wir vom FC Basel eine Klatsche, dann halten wir in der Rückrunde auch die andere Wange hin. Unsere Ikonen, die sammeln wir im Panini-Album. Den Choral singen wir beim Einlaufen. Und unser Prediger, der in der Fankurve vorbetet, wählt immer den passenden Psalm aus. Hoppi be, hoppi be, hoppi be, hoppi be. Sie sehen, ich bin vor Extremismus nicht gefeit. Ich frage mich allerdings, weshalb die Kirche den Fußballfanatismus nicht mehr für ihre Zwecke nutzt. Ja, warum nicht den Jungen das Leben Jesu im Fußballjargon erklären, um sie wieder für die Kirche zu begeistern? In Nazareth kommt es heute zur Traumpaarung Maria und Heiliger Geist. Auf der Ersatzbank Josef. Unglücklich. Nach seinem umstrittenen Treffer fragt sich die ganze Welt, war der wirklich drin? Jahre später kommt in Rom zum Finalspiel. Noch bevor der erste Hahn kräht, gelingt Petrus ein Hattrick im Jesus-Verleugnen. Auch die Römer machen aggressives Pressing gegen Jesus und nageln ihn schließlich ans Kreuz. Doch in der Nachspielzeit gelingt Jesus wie durch ein Wunder der Aufstieg. Aus dem Abseits spricht er zu seinen Mannschaftskollegen und trägt fortan die Kapitänsbinde für eins der erfolgreichsten Teams in der westlichen Liga. Amen! Sie fragen sich jetzt vielleicht, ist Fußball Extremismus? Kann man Fußballfans mit Islamisten vergleichen, wo doch der Fußball so familiär und der Islamismus so grausam ist? Man kann. Aus Sicht des IS-Kämpfers ist das tatsächlich umgekehrt. Der findet die Scharia-Familien tauglich und Fußball ein Werk des Bösen. Und darum geht es beim Extremismus, um das komplette Ablehnen anderer Glaubensansichten und der Überhöhung des eigenen Glaubens. Und falls es hier im Publikum heute Abend gläubige Katholiken gibt und Sie diese Jesus-Fußballnummer vorhin echt grenzwertig fanden, aber doch ein bisschen schmunzeln mussten, dann haben Sie den Anti-Extremismus-Test mit Bravour bestanden. Solange wir noch Humor haben und auch ein bisschen Selbstironie, sind wir nicht gefährdet, als Extremisten zu enden. Und darum bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute Abend alle hier mit mir gelacht haben. Vielen Dank, tschüss!